zwar die Frage lautet, was ist Ramadan? Ramadan ist die muslimische Fastenzeit. Können Sie sich vorstellen, den Tag Ramadan durchzuziehen? Ja, könnte ich. Also vor Sonnenaufgang essen und trinken und dann bis eben Sonnenuntergang dann wieder essen und trinken. Und Fasten brechen eigentlich immer mit Datteln. Können Sie sich vorstellen, für einen Tag mal einen Ramadan durchzuziehen? Ich mache sogar länger. Ich mache Heilfasten und das ist dann völlig ohne Essen und Trinken. Eine Wache, eine Woche. Für Muslime eine Zahl der Verehrung von Gott, indem die ein Opfer machen, einen Monat lang, fasten die als Zeichen von Dankbarkeit und Glauben an Gott. Genau. Genau. Es ist zwar so eine Art Opfer, es macht bestimmt keinen Spaß, aber es hat einen sehr tiefen seelischen Sinn. Die sagen alle, es ist erstmal gut für den Körper, weil du auch entschlackst den Körper. Andererseits gesehen, wenn man es noch nie gemacht hat und das prinzipiell so gar nicht kennt, wird schwierig werden. Nein, also ich finde es so anspruchsvoll, so an den Körper, also nicht meins. Ich finde es halt schwer jetzt in der, ich meine, ist es jetzt, ich weiß es nicht, aber wenn es jetzt in der Sommerzeit ist, dann ist es auch einfach, glaube ich, nicht gesund, bin ich ganz ehrlich. Dass sie während tags nichts essen und trinken dürfen, nur abends, so viel ich weiß, also mehr weiß ich auch nicht, und dass dann nach einem Monat ein großes Fest gefeiert wird. Ja, ich bin Katholik, wir haben eigentlich auch unsere Fastenzeit, die ja zwar nicht so eingehalten wird, manchmal so, aber eigentlich wäre die Fastenzeit auch genauso wie beim Muslim auch im katholischen Glauben da. Religiöses Fest ist das halt, ne? Wo man sich halt, wenn man gläubig ist, dran hält. Genau, ja. Und gibt es viele, die machen das auch so. Ne? Höchstens im Sinne einer Diät vielleicht, aber in Form des Glaubens nicht. Ne. Da haben wir ja auch, im Christentum haben wir ja auch die Karwoche oder ähnliches, wo man auch fastet. Das ist aber wahrscheinlich was Gleiches, ja, genau. Gar nicht essen tagsüber bis Sonnenuntergang, genau, das war's. Ja, was ist, wenn ich morgens Hunger habe? Ich esse viel zu gerne. Ich würde mich gern zu einem Fastenbrechen einladen lassen.